Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zurück hier in dieser Stadt, in der es immer regnet, auf der Suche nach den Frauen, nach dem Schiff. Wir müssen uns irgendwie an den Hafen durchschlagen und wir haben hier Sekühn mit unserem Team. Wir sind jetzt das perfekte Zweierteam. So, Sekühn kann da schon mal Fernangriff machen. Vorletzte Folge habe ich noch gesagt, dass Fernangriff scheiße ist, aber Sekühn kann doch was. Das Problem ist, dass sie nicht automatisch angreifen. Sondern ich muss dann immer erstmal die Charaktere anklicken. Wayne ist ein bisschen ein Labyrinth. Ich weiß auch nicht, welcher Weg der richtige ist. Wir laufen einfach mal immer rechts. Also von uns aus gesehen links, von denen aus gesehen rechts. Oh, da sind noch ein paar Rebellen von uns. Na komm. Und umdrehen, David. Oh je. Die Fernkämpfe erst kaputt machen. Denn die können mich erstaunlicherweise ziemlich gut treffen. Und wir sind mit Fernkampf scheiße. So. Rechts, links, rechts, links. Ich habe gesagt, wir laufen immer rechts, dann machen wir das auch. Und mal schauen, was uns hier noch für Gegner erwarten. Natürlich ist hier ein Wolf, ist ja klar. Aber Sekühn macht den schon ganz gut kaputt. Und der ist kaputt. Wunderbar. Ja, so kannst du weitermachen, Sekühn. Aber jetzt kommt da jemand, der... macht mich gleich im Nahkampf kaputt. Jetzt müsste ich mich eigentlich um sie kümmern. Aber ich habe dazu keine Lust. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen anstrengend alles. Deswegen. Also Sekühn ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig zu handeln. Als Zweitcharakter. Ich muss sie aber auch nicht immer dabei haben. Jetzt habe ich sie immer noch dabei. Aber jetzt, ihr seht, sie hat keinen Pfeil mehr. Und jetzt, was macht sie jetzt? Jetzt hat sie die Steinschleuder genommen. Wow. Und sie hat kein Leben mehr. Aber sie kann zum Glück nicht sterben. Deswegen gebe ich ihr auch nichts zum Essen. Sondern ich kämpfe einfach weiter mit David. Und mache das Netz des Todes. Ja, sie könnte doch einfach mal angreifen. Aber nein, sie weicht nur aus. Und ich weiß nicht, was ich mache. So, und sie kühn. Genau, sie ist jetzt quasi K.O., hat noch ein Leben und macht einfach den Kampf nicht mehr mit und die Gegner fokussieren sie auch nicht mehr und jetzt steht sie wieder auf. Deswegen braucht sie auch nichts zum Essen. Okay, 60 kann ich wieder herstellen. Ah, jetzt habe ich 2 Trefferpunkte verschenkt, egal. Und sie kühn kriegt nichts. Edgy Badgy. Die anderen Wege, die ich vorher nicht gelaufen bin, sind mir egal, denn wir haben noch öfters in Wayne zu tun und ich werde die anderen Wege auch laufen. Müssen vor allem auch. Komm hier, Sekühn, du kannst mal da was angreifen. Ah, schon ist sie wieder bewusstlos. Eieiei, diese Wölfe. Die machen einen Aua. So, und du kriegst auch noch dein Fett weg. Okay, erstmal ihr. So, und danke, dass du eine Karotte hast fallen lassen. Finde ich sehr nett von dir. Ich meine, das wäre auch die Nahrung meiner Wahl, eine Karotte. Genauso wie der Apfel. Und wir haben schon wieder einen Schreiber. Soll ich den jetzt schon wieder benutzen? Nein. Den lasse ich mir jetzt mal irgendwie übrig. Ich habe zwar mal gesagt, ich möchte jeden Schreiber mitnehmen, aber den lasse ich mir jetzt mal noch übrig. Okay, sollen wir oben lang? Ja, jetzt sind wir schon oben, gell? Okay. Oh, ich habe keine Ahnung mehr, wie wir hier wieder hinfinden sollen. Hallo, hier dreh ich mal um. Und Netz des Todes. Haben wir von Ben gelernt. Und da sind wieder Pfeile für Sekühn. 15 Pfeile, heieiei. Nicht so viel. Rechts. Also rechts vom Charakter aus gesehen. War vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh mein Gott, ich hab mich ja schon hier verirrt. Wayne ist echt schlimm. Man verirrt sich so leicht da drin. Na komm, Sekühn. Achso, ich hab dich gar nicht ausgewählt. Oh je. Und schon ist sie schon wieder zu Boden gesunken. Ja. Ihr diskutiert hier schön. Dann mache ich mal euch kaputt. Und Netz des Todes! Na? Habt ihr meine Klinge gespürt? Und du spürst meine Klinge auch noch. Aber schön, wie überall Rebellen sind. Wobei eigentlich nur von Duke nur 8 Zweiergruppen oder so losgeschickt worden sind.
Brot 60? Ja, geht. Ihr seht schon, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Nahrung. Aufhören! Bitte! Ihr tut mir weh! Hallo, geht weg von Edith. Was soll denn das? Sie ist eine arme alte Frau. Eieiei, lass die Frau in Ruhe. Ja, kämpft ihr beide hinten mit den Kühen, mir egal. Was? Was wirfst du? Witziges. Der wirft Messer? Okay. Dann hole ich mir mal kurz. Keine Rüstung. Oh, und hat er das fallen lassen? Ja, Messer dann. Und dann den da, David. Auf geht's, komm. Mach einfach Netz des Todes. Genau, und dann triffst du nur einmal. Gut, habt ihr noch irgendwas fallen lassen? Nein. Geht es euch gut? Silvers Wachen sind reizbar und rücksichtslos. Aber ich habe noch nie erlebt, dass sie sich an einer wehrlosen alten Frau vergreifen. Ich fürchte, sie sind unerbittlich. Seid mein kleiner Jimmy. Wer ist der kleine Jimmy? Mein Sohn. Sie haben ihn mir vor fast 30 Jahren weggenommen. Wer hat das getan? Silvers Wachen. Jimmy hat einen ihrer Helme gestohlen. Es war einfach ein Kinderstreich. Er hätte ihn auch zurückgegeben. Der Magistrat urteilte, dass es Verrat gewesen sei und schickte ihn fort. Er war noch ein Kind. Ich habe versucht, ihn ausfindig zu machen, aber sie sagen mir nichts. Sie verhöhnen mich nur. Silvers Macht gedeiht auf Kosten des Elends der Bevölkerung. Er hat meine Frau Jennifer entführt. Dann versteht ihr ja, wie ich mich fühle. Ich stehe bereits in eurer Schuld, aber würdet ihr bei der Suche nach eurer Frau vielleicht auch nach meinem Jimmy Ausschau halten? Ihr seid meine letzte Hoffnung. Wir wissen doch nicht einmal, wie er aussieht. Hier, nehmt dies. Das war sein Lieblingsteddy. Es ist alles, was ich noch von ihm habe. Und ich weiß, er würde ihn wiedererkennen. Bitte, ich flehe euch an. Wir werden es versuchen. Habt vielen Dank. Okay, machen wir gerne, Edith. Jimmy finden. Wir haben einen Teddy erhalten. Das Witzige an diesem Teddy ist, wir können mit dem auch kämpfen. So, jetzt werde ich Silvers Leuten zeigen, was er so in dieser Welt anrichtet und es mit den eigenen Waffen nach zurückzahlen. Nämlich mit der Waffen der Liebe. Mit dem Waffen des Teddybärs. Na, kommt? Hä? Hä? Na, wie schmeckt euch der Teddybär? Na, macht euch 3 Schaden, gell? Ich merke schon. Und Netz des Todes, okay. Ich nehme doch mal über mein Schwert. Und ich glaube, ich sterbe gerade. So. So viel dazu. Teddybär hat auf jeden Fall gerockt. Ja, dann nehme ich mal den Wolf hier, ja? Und. Haha. Gegen die Wölfe kann man gut sein Schild einsetzen, da sie immer so vorspringen. Und diesen ersten Sprung kann man gut abwehren. Aber das ist auch so mit die einzige Situation, wo ich Schwerter einsetze. Also es gibt schon noch eine andere Situation, aber ihr seht mich ja eigentlich nur drauf. Na, danke für die Karotte. Was ist bei dir kaputt, Wolf? Dein Herrchen ist ist tot und du greifst mich trotzdem noch an. Heieiei, muss ich schon wieder ein Brot essen. So viel Brot, wie ich schon gegessen habe. Mein ganzer Bauch ist schon aufgequollen von diesem Brot. Oh, cool, wir kamen durch. Die Galeone müsste hier sein. Wo ist sie? Wir haben sie verpasst. Sie muss noch vor der Ebbe ausgelaufen sein. Ihr habt diese Möglichkeit doch sicher in Betracht gezogen, oder? Wir konnten nichts tun. Wir hätten früher hier sein können. Ja, wir hätten nicht nach Haven zurückgehen sollen. Das hat uns zu viel Zeit gekostet. Wir brauchten Verstärkung. Und was nützt uns das jetzt? Macht ihr, was ihr wollt. Ich werde Camille selbst zurückholen. William, ich weiß, ihr seid aufgebracht. Aufgebracht? Ich glaube, wir sollten ihn gehen lassen. Er muss sich beruhigen. Das müssen wir alle. Silver wird weitere Wachen aussenden, die bald hier sein werden. Wir haben keine andere Wahl, als nach Haven zurückzukehren. Hm.
Aus für mich unerfindlichen Gründen bestand Dr. Buzuki darauf, dass ihr ihn im Tempel des Orakels trefft. Stimmt irgendetwas nicht? Habe ich das nicht gerade erklärt? Ich weiß nicht warum und es interessiert mich auch nicht. Es muss etwas Wichtiges sein. Buzuki würde unsere Zeit nicht verschwenden. Ich weiß, wir sollten uns beeilen. Kümmert euch um die Männer und seht zu, dass sie alle genug zu essen bekommen und sich ausruhen können. Sie werden es nötig haben. Nachdem ihr euch selbst satt gegessen habt, versteht sich. Dieser Fettbob. Okay, folgen wir der Duftspur zu Frings. Endlich! Da seid ihr ja! Was ist los? Warum habt ihr uns hierher beordert? Ich habe keine Zeit für Erklärungen! Los, kommt mit! Das Orakel wird schon sehr bald erwachen! Das Orakel? Wenn Buzuki recht hat, sollten wir uns beeilen. Das Orakel ist ein göttliches Medium der Allwissenheit. Aber nur dunkle Omen können es zu einer sichtbaren Form erwecken. Oh je, das klingt nicht gut. Wo ist... Psst! Vielleicht haben wir es verpasst. Ich bin das allsehende Orakel. Fragt mich, was immer ihr wollt. Aber ihr habt nur 4 Fragen frei. Wählt sorgsam. Eure Anwesenheit hier bedeutet Gefahr. Aber welcher Art ist die bevorstehende Bedrohung? Sie erscheint in Form eines bösen Zauberers namens Silver. Aber wir wissen bereits, dass Silver böse ist. Habt ihr uns nichts Neues zu erzählen? Ihr kennt Silvers wahre Gründe nicht und die massiven Auswirkungen seiner Taten. Silver strebt nach Macht und will sich zu diesem Zweck mit dem chaotischen Gott Apokalypse verbünden. Wenn ihm das gelingt, wird er ein Abgesandter der Finsternis sein. Belohnt mit unvorstellbaren Kräften der Vernichtung, um Apokalypses Befehle ausführen zu können. Er wird dieses Reich in den Untergang führen. Wie können wir ihn aufhalten? Auch ohne die Kräfte der Finsternis ist Silvers Bosheit zu ausgeprägt. Kein Sterblicher kann ihn besiegen. Aber vor 300 Jahrzehnten bezwang eine längst vergangene Zivilisation eine ähnliche Bedrohung. Sie erschufen 8 magische Kugeln, von denen jede mit einzigartigen magischen Fähigkeiten ausgestattet wurde, mit deren Hilfe die Mächte des Bösen bekämpft werden können. Doch ihre wahren Kräfte werden erst dann freigesetzt, wenn sie zusammen benutzt werden. Wo können wir diese Kugeln finden? Dies war eure letzte Frage, sodass ich meine Antwort auf die erste Kugel beschränken muss. In den letzten 100 Jahrzehnten lebte ein Zauberer namens Otias als Einsiedler in der Stadt Rain. Er ist Fremden gegenüber sehr misstrauisch und verabscheut es, mit jemandem zu reden. Doch die erste Kugel befindet sich in seinem Besitz. Nehmt dieses Horn. Es wird den Zauber, der den Eingang zu seinem Turm verschließt, aufheben. Wenn ihr jetzt bitte gehen würdet, ich muss mich wieder meinem Schlummer widmen. Okay, danke, Orakel. Und, wohin fliegt das Horn? Wer ist der Auserwählte? Na, wer? Ja, wir natürlich. Wir erhalten das Zauberhorn. Sehr schön. Wir müssen herauskriegen, wie diese Verbindung zwischen Silver und dem Gott Apokalypse vonstatten gehen soll.
Ja, da stimme ich zu, aber zuerst müssen wir alle magischen Kugeln finden. David, ihr solltet nach Rain gehen und Othias ausfindig machen. Ich werde ins Lager zurückkehren und meine Männer anweisen, sich Silver und seinen Truppen, wo immer möglich, in den Weg zu stellen. Was ist mit den restlichen 7 magischen Kugeln? Wie sollen wir sie finden? Wenn Othias die erste hat, weiß er vielleicht auch etwas über den Verbleib der anderen. Vielleicht, aber wenn sie so mächtig sind, wie wir hoffen, wird Othias weder seine Kugeln noch jegliche Information dazu freiwillig preisgeben. Ich kann sehr charmant sein. Wie könnte er mir eine Bitte abschlagen? Naja, da ich nicht allzu sehr von eurem unwiderstehlichen Charme in den Bann gezogen werden will, gehe ich jetzt wohl besser. Aber nehmt zuerst noch diese Karte, in der ihr Informationen über die gesamte Gegend findet. Und solltet ihr mich brauchen, ich bin im Lager. Okay, wir erhalten die Karte. Ich hoffe, sie funktioniert auch. Ich dachte, ihr könntet die Fähigkeiten und Erfahrungen einer wahren Kriegerin gebrauchen. Also, worauf wartet ihr? Lasst uns gehen. Sekun, ich will nicht, dass du mitkommst. Ja, weil die Karte, die hat mir beim letzten Mal spielen immer das Spiel aufgehängt. Reden wir noch kurz mit Dr. Besuch. Wenn ihr meine Tränke haben wollt, aufgrund meiner misslichen Vertreibung aus Gnu, beziehungsweise meiner ständigen Beurlaubung, wie die anderen Professoren es zu nennen pflegen, wäre ich für ein winziges Entgelt dankbar. Wie winzig soll das Entgelt denn sein? Ich bin ein fairer Mann. Ich verlange nicht mehr von euch, als mich die Zutaten kosten. Interessiert? Ja, zeig mal her, was du hast, Dr. Besuch. Ich würde euch gerne einen eurer Tränke abkaufen, aber zurzeit übersteigt selbst das winzigste Entgelt meine Verhältnisse. Verzag dich, mein Junge. Ich habe eine Probe, die ich euch umsonst überlassen kann. Danke. Und ich bin immer für euch da, wenn ihr mich brauchen solltet. Schließlich können Frink und ich nirgendwo anders hin. Aber jetzt solltet ihr euren Weg fortsetzen. Ich habe euch lange genug aufgehalten. Ja, da haben wir ein Gaswolkenfläschchen erhalten. Diese Tränke müssen wir auch unbedingt mal einsetzen. Die setze ich nie ein. Und ich weiß gar nicht, was die alles können. Okay, dann speichern wir hier mal. Und dann probieren wir noch die Karte aus, ob das alles klappt. Da ich, ja wie gesagt, keine Ahnung habe, ob das wirklich funktioniert. Wir sind jetzt hier am Orakel. So, dazu drücken wir M und die Karte funktioniert. Genial. Okay, wir sind hier am Orakel. Wir können zu jedem Ort, an dem wir schon waren, mit per Sofortreise hinreisen. Hier ist unser Haus, hier in Verdante wohnen wir, Davids Haus, die Kasernen, der Hafen. Dann waren wir schon in Kno, in der großen Bibliothek von Kno auf der Insel. Mit dem Observatorium, Bibliotheksportal und das Kellergewölbe. Ich wüsste nicht, was wir noch im Kellergewölbe zu suchen haben, genauso wenig, was wir im Observatorium zu suchen haben. Aber egal, sie sind trotzdem drauf. Dann Orakel und Rebellenlager, der Turm von Othias, vor dem standen wir schon. Dort haben wir die anderen Rebellen in Rain getroffen. Der sah auch so ein bisschen magisch aus. Zudem reisen wir in der nächsten Folge. Und zum Tor nach Rain. Da waren wir auch schon. Und die anderen allen Orte lernen wir noch kennen. Hier Winter. Nach Atro kommen wir noch. Nach Deadgate. Nach Spires. Und nach Metalon. Und ihr seht schon, wie das aussieht. Ich weiß schon, woher Herr der Ringe das Reich Mordor das große Auge her hat. Nämlich aus Silver. Und wir sind auf dem Kontinent oder in der Welt Yara. Oder Jara, oder Jara. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.